Hallo und willkommen zurück bei Pokémon Schwert, bei der Rüstungsinsel. Wir sehen es hier schon, ich habe den DLC besorgt. Wir befinden uns hier dort, wo wir uns am Ende der letzten Episode von Pokémon Schwert befunden haben. Nämlich zu Hause, nachdem wir die Pokémon-Liga besiegt haben und auch die letzte Story mit Sakyan und Samacenta durchgeführt haben in diesem verbotenen, schlummerigen Schlummerwald. Und jetzt habe ich es zum ersten Mal geladen, nachdem ich den Rüstungspass gekauft habe. Und hier steht ja die Rüstungsinsel. Du hast den Rüstungspass erhalten. Zeige ihn dem Personal am Brassberry Bahnhof, um zur Rüstungsinsel zu reisen. Dort erwartet dich ein neues Abenteuer, auf dem du seltene Pokémon fangen und zusammen mit deinem Pokémon-Team wachsen und stärker werden kannst. Genau das werden wir in diesem Projekt tun. Deshalb starten wir hier auch bei Episode 1. Obwohl natürlich für die Zuschauer, die bei den letzten, ich glaube, 69 Episoden dabei waren, unser Team bereits kennen. Allerdings wird es eine kleine Veränderung an unserem Team geben. Du erhältst einen Rüstungspass. Ha, großartig. Okay, ein Pass, mit dem du zur Rüstungsinsel gelangst. Zeige ihm dem Personal am Brassberry Bahnhof. Und die Kronenschneeland. Du hast den Kronenpass erhalten. Das wird dann der zweite DLC. Zeige ihn dem Personal am Brassberry Bahnhof, um zu den Kronenschneelanden zu reisen. Dort erwartet dich ein neues Abenteuer voller Rätsel legendärer Pokémon, die den verschneiten Landen darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Und ich verstehe nicht, warum das ein Schnee- und Eis-DLC ist. Weil ich sagte schon in der Serie, die wir dazu gemacht haben, zum Hauptspiel, dass ich nicht verstehe, warum es so viele Schnee- und Eisrouten gibt. Ich glaube, es gibt nur 10 Routen im Spiel und 3 davon sind Eisrouten. Und jetzt haben wir den zweiten DLC und das ist ein Eis-DLC. Ich verstehe das nicht. Du erhältst einen Kronenpass. Also aus irgendeinem Grund sind die extrem schneeverliebt in dieser Generation. Ein Pass, mit dem du zu den Kronenschneelanden gelangst, zeige ich dem Personal am Brassberry Bahnhof. So, jetzt gucken wir erst einmal unsere Pokémon an. Denn wir haben hier noch Avalenia, Sakyan, Glenvan, Endinalos, Conan, Antonio, Motti und Laska. Da muss ich ein bisschen etwas ändern. Wir gehen jetzt nämlich mal in die PC-Boxen. Und ich habe ein Pokémon aus einem anderen Spielstand geholt. Von einem Pesti aus einem anderen Universum. Zunächst einmal holen wir hier Animark wieder. Den brauchen wir in unserem Team. Und dann guckt mal hier hinten. Dieses Pokémon rechts von der Auswahl, wo wir gerade sind, ein Katapultra. Das ist eins der coolsten Pokémon aller Zeiten. Namens Tanija. Den nehmen wir auch mit. Von einem Pesti aus einem anderen Universum. Unser neues Teammitglied Tanija. Großartig, was für ein fantastisches Pokémon. Es ist schon auf Level 73. Ich habe damit in meinem anderen Spielstand recht viel gespielt. Aber ein absolut fantastischer Drache mit Geisterkreuzung. Und wenn ihr euch den mal anguckt, das ist so großartig. Es ist natürlich die voll entwickelte Stufe eines Drachengeist-Pokémons. Und ihr seht, auf dem Kopf hat es zwei so eine kleinen Drachen. Und das ist die erste Entwicklungsstufe dieses Pokémons. Und Katapultra, das ist überhaupt der beste Name aller Zeiten, hat hier eine Attacke, die heißt Drachenpfeile. Und mit dieser Attacke werden diese kleinen Drachen-Pokémon, die es oben auf dem Kopf trägt, wirklich herauskatapultiert. Ein Katapultra. Und diese kleinen Drachen sind seine erste Entwicklungsstufe. So ein großartiges Pokémon. Es ist absolut fantastisch. Und deshalb nennen wir es auch Tanija, weil es so großartig ist. So, und ich denke mal, mit diesem Team werden wir ziemlich gut zu Rande kommen. Wir gucken uns das nochmal an. Wir haben hier natürlich immer noch Avalenia, unser Kramor, was uns so oft geholfen hat, was extrem stark ist. Unser Glenvan, das Amphierer, das ich ja erst relativ spät ausgetauscht hatte gegen den Starter, dem einfach nicht gefallen hat. Conan Antonio Motti, unser Morlord, der es auch schon oft rausgehauen hat. Laska, das Motti-Neva, bei dem ich mir nicht mehr so sicher bin, ob es inzwischen gut war oder ob ich immer noch große Probleme damit hatte. Ich glaube, der hatte sich sogar mit Zuneigung entwickelt. Aurora-Strahl, Käfergebrumm, Blizzard, Plage. Ich bin mir nicht mehr so sicher, wie gut der wirklich ist. Aber er hat ein recht hohes Level, also sollte das schon klar gehen. Animark, unser Silembrim, war, glaube ich, auch immer so ein bisschen ein Sorgenkind. Ich weiß ja wahrscheinlich hauptsächlich, weil ich mit Fee nicht umgehen kann. Und Tanija, unser Katapultra, ist natürlich über alle Maßen erhaben. Es ist mit Abstand das stärkste Pokémon, was ich je hatte in der Generation. Sieht man nicht nur am Level, sondern auch so, es kann verdammt austeilen.
Meine Fresse, das ist ein richtig starkes Pokémon. Okay, dann gehen wir erst einmal hier raus und auf zum Brassbury Bahnhof. Und da hatten wir ja in der letzten Serie sogar schon einmal diese eine Trainerin gesehen. Da gab es eine kurze Zwischensequenz, die ich nicht kannte, die erst eingefügt wurde mit dem DLC, die nicht wichtig war und keine Bedeutung hatte, aber jetzt macht es natürlich einen Sinn. Weil das ist, glaube ich, ein wichtiger Charakter im DLC. Wir gehen aber zuerst mal zurück, nochmal heilen. Unser Team ist ziemlich am Ende. So. Guten Tag, Champ. Das finde ich immer noch cool. Ich finde es cool, wenn das so gewürdigt wird. Hey, Champ, da bist du ja. Herzlich willkommen, Champ. Vielen Dank für deine Geduld, Champ. Deine Champ-Pokémon sind wieder topfit, Champ. Bitte beehre uns bald wieder, Champ. Ach, übrigens, du bist ein Champ. Wiedersehen, Champ. Okay. Also auf zum Brassbury Bahnhof. Der ist... Wo ist denn der? Das sieht nicht aus wie ein Bahnhof. Ja, da stand Brassbury Bahnhof, aber ich kenne mich in Brassbury nicht so gut aus. Ich weiß nicht warum. Da, nee, das ist eine Boutique. Oh. Es gibt aber doch, glaube ich, neue Outfits. Ich weiß natürlich nicht wo. Es könnte gut sein, dass es die hier nicht gibt, weil jede Boutique hat ja ihre eigene Auswahl an Outfits. Aber Sportoberteil Champ. Das ist natürlich auch cool. Sportoberteil Champ ist neu. Sportoberteil Unlicht ist neu. Oh. Okay, ein bisschen knapp für ein Kind, ne? Sportoberteil Drache. Okay, Punk-Shirt. Das hatten wir doch auch schon. Na, ich weiß nicht, was das jetzt soll. Sport-Shorts, Champ. Okay, das sind also die ganzen Champ-Sachen, das Champ-Outfit. Das ist jetzt nichts von dem DLC. So, wir beenden das mal. Nein, ich möchte das nicht anziehen. Achso, nein, nicht umziehen. So, komm mal genauso wieder raus, wie du warst. So bist du schon ziemlich gut. Wahrscheinlich wird es in der neuen Gegend irgendwo eine Boutique geben und da gibt es dann die neuen Outfits. Ich habe auch Download-Codes für ein Evoli und ein Pikachu-Outfit. Das werden wir uns angucken, wenn ich dran denke, es beim Start zu machen. So, da, die meinte ich. Siehst du gerade etwa zum ersten Mal ein Gala-Fleckmon? Bei der Farbe seines Köpfchens muss man gleich an Curry denken, oder? Ist nicht super süß? Ich verstehe gar nicht, was die Leute alle mit Curry haben. Die sind alle total Curry-süchtig. Was ist passiert? Aber ich mag die sieht cool aus. Guck doch mal. Und dann halt immer wieder so die Sache, die ich schon wieder vergessen hatte. Immer wenn man zu ihnen hingeht, dann lächeln sie. Klar, anime-mäßig machen sie dann die Augen zu, aber sie freuen sich immer, wenn ich da bin. Großartig. Wohin möchtest du mit dem Zug fahren? Na, zur Rüstungsinsel. Okay. Da müssen wir vielleicht erstmal den Pass zeigen hier, dass das freigeschaltet wird. Aber bei dem hier, oder? Hallo? Auf der Rüstungsinsel leben viele Fleckmon. Manchmal reisen welche von ihnen hierher. Vielleicht wollen sie auch die große, weite Welt entdecken. Ja. Supermarkt? Nein. Wohin möchtest du mit dem Zug fahren? Ja, aber... Ich bin verwirrt. Nein, nicht hinsetzen. Was hat denn der zu sagen? Einfach fantastisch, wie sich die Landschaft stetig verändert, wenn man aus dem Zugfenster sieht. Das Problem ist ja, Naturzone, nein, Engine City, Kilton, Claw City, White Hill. Was ist denn White Hill? Score City kennen wir doch auch. White Hill? Ist das die Rüstungsinsel? Das klingt eigentlich nicht für Rüstungsinsel. Wartet mal. Jetzt gucken wir mal auf die Karte. So, Score City kennen wir doch. Das ist doch The Engine City, Claw City kennen wir auch. White Hill Bahnhof. Da waren wir doch auch schon. Score City kennen wir. Hä? Wo ist denn jetzt der Bahnhof? Ich soll doch nach Brassbury oder nicht? Jetzt gucken wir nochmal nach. Ich habe mich nicht drauf vorbereitet. So, weil hier ist doch diese Frau da, die, ne? Sanyas Buch. Ah. Okay, soll ich noch nicht lesen. Zeige ihn dem Personal am Brassbury Bahnhof. Ja, aber das versuche ich doch. Ich gebe mir doch größte Mühe. Ich gebe mir größte Mühe, meinen Pass zu zeigen. Soll ich den verkaufen hier? Wahrscheinlich nicht. Rüstungspass. Nein, kein Kaufpreis. Das gibt's doch nicht. Ich möchte... Warum wollt ihr mich denn unbedingt... Ja, okay. Kann ich den benutzen? Das ist ja ein Basis-Item. Dies ist weder der richtige Zeit noch der richtige Ort.
Ja, was denn du? Ich bin doch im Brassbury, oder nicht? Bin ich im Brassbury? Müssen wir nochmal gucken. Ja, ich bin im Brassbury. Und ich bin im Brassbury Bahnhof. Warum funktioniert denn das jetzt nicht? Ich krieg einen Anfall. Naturzone Bahnhof? Keine Ahnung. Wir fahren jetzt einfach mal irgendwo hin. Ach, Mann, ey. Weil hier ist ja auch kein Personal. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Was stimmt denn hier nicht? Warum will denn das Spiel unbedingt, dass ich nicht auf die Rüstungsinsel komme? Ich finde, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es nicht, dass ein Zug nicht unbedingt das richtige Transportbild der Wahl sein sollte, um zu einer Insel zu kommen. Brassbury. Achso. Verstehe ich nicht. Ich meine, die hier ist ja kein Personal. So, ich muss immer an Curry denken. Das ist Personal. Aber der hat ja gar keinen Bock. Der will ja irgendwie gar nicht. Verstehe ich nicht. Wohin willst du mit dem Zug fahren? Ihr macht es mir leider nicht sonderlich leicht. Ja. Okay, gibt es vielleicht außerhalb noch mal ein bisschen Personal? Vielleicht rennt hier irgendwo noch mal jemand rum. Ansonsten muss ich das Spiel gleich mal neu laden, weil ich bin jetzt ein bisschen ratlos, was ich tun soll. Hier, das sind nur Zivilisten hier, Einwohner. Ich habe Delian am Bahnhof gesehen, selbst von weitem strahlt er Stärke aus. Fantastisch. Das freut mich doch. Brassbury. Ja, fuck, Mann, Brassbury. Was soll ich denn noch machen? Gibt es vielleicht hier noch einen anderen Bahnhof? Nee, das ist Route 1. Was ist das da für ein Haus? Warum steht hier ein Haus? Wohnt da das Personal vom Bahnhof? Hallo? Das große Gebäude gleich nebenan ist das Pokémon-Labor. Yeah. Verstehe ich nicht. Okay, wisst ihr was? Wir werden das hier mal kurz speichern und ich lade das neu, weil ich verstehe gerade überhaupt nicht, was los ist. So, das Geheimgeschenk kann man hier in-game aktivieren. Das muss man gar nicht im Hauptmenü machen, weil es gar kein Hauptmenü gibt. Ich habe jedenfalls die Geheimgeschenke bekommen. Was ist denn das jetzt hier links unten? Ach, das ist in der Naturzone passiert, nicht wahr? Oder? Ach nee, oh Gott, ich habe inzwischen Nintendo Online. Und jetzt passen hier wahrscheinlich Sachen, die ich nicht verstehe. Aber gut. Auf der Rüstungsinsel leben viele Fleckmon. Du bist ein Sack, weißt du das? Ich möchte zur Rüstungsinsel fahren. Warum darf ich das nicht? Okay, scheinbar hilft das alles nichts. Ich muss doch mal googeln. Ich weiß nicht, ich bin gerade ein bisschen verloren. Ich weiß nicht, warum mich niemand zur Rüstungsinsel lassen will. Und warum der jetzt einen gelben Kopf hat. Ich meine, eine Gala-Form, nur weil er ein bisschen Curry auf der Stirn hat. Oh, du bist doch ein Pokémon-Trainer, oder? Warum muss ich denn mit dem Fleckmon reden? Das gibt's doch nicht. Wenn Fleckmon den Weg blockieren, bekomme ich Ärger mit den Fahrgästen. Es ist eindeutig zu schwer, um es einfach wegzuschieben. Würdest du es vielleicht für uns fangen? Was? Möchtest du gegen Fleckmon kämpfen, um es zu fangen? Ach, ja, okay. Wie albern, was soll das denn? Ah, ein Fleckmon erscheint. Okay, gut. Aber Lenia, du machst das schon. Stahl gegen Wasser? Obwohl, ich habe keine Ahnung, was das Gala-Fleckmon für ein Doppeltyp hat. Oh weh. Vielleicht hätte ich das zu Beginn des Spiels machen sollen. Oh weh. Egal, was ich mache, Fleckmon wird untergehen. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt verloren habe, weil es besiegt ist. Dadurch geht es ja nicht weg. Ich meine, da löst es sich in Luft auf, aber 9 EP. Was? Fleckmon will sich immer noch nicht vom Fleck bewegen? Es zu besiegen reicht also nicht aus. Du musst es fangen, um den Weg frei zu machen. Ach, Leute! Ich habe aber kein schwaches Pokémon. Na schön. Okay. Meine Güte. Ich habe ihn zerstört. Moment, das bedeutet ja, das ist ein unendlicher XP-Farmort. Na gut, jedes hohe Gras ist ein unendlicher XP-Farmort. Aber trotzdem. Ich kann nichts machen, damit er nicht besiegt wird. So, deshalb müssen wir jetzt einen Pokéball werfen. Vielleicht habe ich nicht einen Meisterball. Habe ich nicht einen Superball? Hyperball erscheint mir jetzt ein bisschen. Je niedriger ihr Level im Vergleich zu deinem Team ist, desto besser lässt es sich fangen. Wunderbar, Levelball. Das ist perfekt. Diese ganzen blöden Balduin-Bälle, vielleicht bringt es jetzt mal was. Bin 50 Level über dir, das muss was bringen. Herrlich. Ich will gar kein dummes Fleckmon. Ich habe auch keinen Spitznamen dafür. Es ist... Ach, egal. Tanija wächst und wächst unaufhaltsam.
Nein, ich möchte dem Fleckmann keinen Spitznamen geben. Weißt du, gib mir mal einen Bericht. Was ist denn das überhaupt für ein Typ? Psycho. Ach. Seht ihr mal, das ist interessant. Normales Fleckmann ist Wasser. Und ich glaube, Lamus wird Wasser Psycho. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht doch erst Lasho King. Aber der ist Psycho. Überhaupt kein Wasser. Interessant. Okay. Ja, schön. Gut. Du kommst trotzdem in die Box. Ich meine, was soll ich denn damit? Weg. Vielen Dank. Du hast dafür gesorgt, dass man hier wieder ohne Probleme durchkommt. Das ist man auch vorher schon. Hast du gesehen, wie ich woanders hin... Ach, egal. Wow, wie toll, Trella. Wie du das Fleckmann eben gefangen hast, war ich total cool. Entschuldigen Sie bitte die Verzögerung. An Ihrem Rüstungspass ist nichts auszusetzen. Bitte steigen Sie ein. Der Zug zur Rüstungsinsel fährt in Kürze ab. Na, endlich. Beachten Sie bitte, dass Sie unterwegs einmal umsteigen müssen. Was? Alles klärchen. Darf ich gegen Sie kämpfen oder wird Sie meine neue beste Freundin? Vielleicht beides. Ich mache mich da mal auf zur Rüstungsinsel, um ein paar seltene Pokémon zu fangen und etwas zu trainieren. Vielleicht sieht man sich ja bald mal wieder, also dann ciao! Ja, schön. Ich freue mich drauf. So, jetzt aber. Nanu, das ist doch ein Rüstungspass. Mit dem Rüstungspass kannst du zur Rüstungsinsel reisen. Oh, du bist ja auch im Besitz eines Kronenpasses. Demnach kannst du jetzt auch zu den Kronenschneelanden reisen. Wo soll es hingehen? Zur Rüstungsstation. So. Endlich geht's los. Hat ja nur eine ganze Episode gedauert. Ich wusste doch, dass ein Zug eine schlechte Idee ist. Also nur, damit ich das richtig verstehe. Wir kaufen ein Zugticket, damit das Abteil von dem Vogel weggetragen wird. Hey, du da! Du siehst mir so aus, als sei das dein erster Besuch auf der Rüstungsinsel, stimmt's? Leute, jetzt geht der DLC los. Inhalt, den ich nicht kenne. Ich erforsche die Lebensweise der Pokémon auf dieser Insel. Weißt du was? Zeig mir doch mal kurz deinen Pokédex. Ich werde ihn aktualisieren, damit du die hiesigen Pokémon darin registrieren kannst. Der Pokédex wird aktualisiert. Ich hasse es, dass der Pokédex lebt. Können wir bitte in den nächsten Pokémon-Spielen darauf verzichten, dass ein Rotom im Pokédex lebt? Ich hasse das. Deinem Pokédex wurde der Rüstungspokédex hinzugefügt. Es würde mir bei meinen Forschungsarbeiten sehr helfen, wenn du möglichst viele Pokémon fangen und mir ihre Pokédex-Einträge zeigen würdest. Okay, dann müssen wir jetzt ein bisschen von dem eigentlichen Gameplay der letzten Serie ein bisschen absehen und vielleicht doch mal Pokémon fangen, anstatt einfach nur die zu fangen, die ich in meinem Team haben will. Ich habe irgendwie nur 10 Pokémon gefangen. Holen möchtest du? Achso, ich wollte eigentlich nur mit dem reden. Na schön, okay. Also, hast du sonst noch was zu sagen? Möchtest du mir deinen Rüstungspokédex zeigen? Nein, lieber nicht. Da ist ja nichts drin. So. Obwohl, das bringt ja auch nichts, jetzt nachzugucken. Rüstungspokédex. Gefangen 11. Gesehen 65. Was? Fleckmann. Okay. Sehe ich ein. Raffel. Warum gehört der denn zum Rüstungs... Senkzer, Kerada, Miratelit, Knapfel, Drapfel? Warum denn? Gladiantre, Cesurio. Total random Pokémon. Ich verstehe das gar nicht, warum. Und ich... kann das auch nicht leiden, wenn die den Pokédex so auseinanderrupfen. Das hatten sie in irgendeiner Generation auch extrem gemacht. Da hat man 4, 5 Pokédex oder so gehabt. Ich glaube, das war hier in Alola, ne, mit den verschiedenen Inseln. Mega verwirrend und irreführend. Ich verstehe nicht, was das soll. Ach, ja gut. Egal. Scheinbar ist der Rüstungsdex nur ein Teil des normalen Pokédex. Oder so. Was ist das denn? Der sieht nicht wichtig aus. Der sieht so generisch und langweilig aus. Eigentlich bin ich hier, um dem Dojo dieser Insel beizutreten, aber da treibt sich so eine seltsame Person vor der Station rum. Und ich habe Angst. Was denn jetzt? Der hat wirklich Angst. Das ist also eine seltsame Person, ja? Oh, da bist du ja. Okay, also wir sehen uns alle mal diese Frau an, ja? Und davor hattest du jetzt Angst, an ihr vorbeizugehen oder sowas? Die war so einschüchternd. Pünktlich auf die Minute, genau. Nicht schlecht für dein Alter. Du, sag mal, kennen wir uns von irgendwoher? Ach, ist ja auch egal. Ich bin auf jeden Fall die Sophora. Sophora? Ich meine ja nur, wenn irgendwo so eine Frau steht, denn ist sie doch nicht so angsteinflößend, dass ich mich nicht an ihr vorbeitraue oder sage, oh, da gehe ich nicht lang, der will ich nicht in der dunklen Gasse begegnen.
Da ich schon länger dabei bin als du, kannst du mich gerne als deine Mentorin ansehen. Wovon redest du? Also echt, du weißt schon, es geht um das Master Dojo, dem du heute beitreten sollst. Okay. Papa, was soll das? Macht sich dieses Früchtchen etwa über mich lustig? Oh, vielleicht ist sie doch nicht so nett. Über mich, die in allen Punkten perfekte, zuckersüße Sephora. Oder Sephora? Ich weiß nicht. Okay, kämpfen wir doch erstmal, um zu sehen, auf welchem Stand du bist. Ich warte draußen auf dich, alles Klärchen. Komm einfach raus, wenn du bereit bist. Soweit ich weiß, der werde ich zeigen, aber so richtig. Oh. Also soweit ich weiß, ist die Rüstungsinsel und die DLCs generell für Pokémon ab Stufe 60 ausgelegt. Ne? Aber man kann ja auch früher hierher kommen. Aber ich bin der Meinung, die DLCs leveln ein bisschen mit. Und ich glaube, das Maximallevel ist Level 60. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber, ich müsste ziemlich gut dastehen.